So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein neues Video. Und zwar gibt es auf den Public Test Servern jetzt schon das Viking Erweiterung quasi zum Antesten auf Bugs und alles. Und ja, ich würde sagen, wir gucken das jetzt direkt mal zusammen an. Die Wikinger-Plünderung, der Text links bei der Wikinger-Plünderung ist, glaube ich, noch nicht aktualisiert. Das ist noch von der Unterwelt-Operation oder Unterwelt-Mission oder wie man das nennt. Deswegen ist es nicht ganz authentisch. Vorne sieht man schon die zwei neuen Skins, einmal den Chark und einmal die Kali. Hier kann man das natürlich jetzt für einen Gem freischalten in den Public-Test-Servern. Das Ganze wird, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, 900 Gems kosten. Und dann gibt es eben diese Missions, wo man nacheinander durchspielen kann. Bei der ersten bekommt man... Oh, hier lädt mich der Roman an. Bei der ersten muss man 5 Matches gegen die KI gewinnen. Dann kriegt man 150. Hier muss man 7 Türme und oder Phönixe zerstören. Dann kriegt man eine Wikinger-Truhe. Auch ganz interessant. Die Wikinger-Truhe habe ich jetzt noch gar nicht angeschaut. Hier ist, muss man 100 Diener töten. Dann kriegt man wieder 150 Gunst. Hier kriegt man wieder eine Wikinger-Truhe. 7 Arena-Juggernaut muss man erschaffen. Verdiene insgesamt 30.000 Gold, gibt es wieder 150 Gunst. Und hier gibt es den Chark Godskin. Da muss man 3 Siege des Tages schaffen quasi, um den Skin zu bekommen. Ist, glaube ich, auch machbar. Und 7 Spiele gewinnen für Blood Char, den Kali-Skin, was auch extrem geil aussieht. Hier 7 Buff-Lager leeren für 150 Gunst, sollte man schaffen als Jungler. Töte 15 Götter, kriegt man wieder eine Wikinger-Truhe, ist auch machbar. Ist wahrscheinlich alles nicht in einem Spiel. Schaffe 75 Unterstützungen, gibt auch wieder eine Wikinger-Truhe. Ich bin schon gespannt, was da drin ist. Und hier muss man 100.000 Spielerschaden machen für 150 Gunst. Und verdiene X Anbeter. 150 Gunst. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was sie damit meinen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und hier 5 erste Siege des Tages, um 550 Gunst nochmal zu bekommen. Und als Ende ist, spiele als nordische Gott Kali oder Chark Belohnung Valhallas Paket. Bin ich auch mal gespannt, was da drin ist. Insgesamt finde ich das eigentlich übertrieben cool. Die neuen Skins sind geil. Hier seht ihr nochmal die Aufstellung, was ihr alles bekommt für diese nachher 900 Gems. Hier in dem Fall eben ein Gem für die Public Test Server. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr auf die Public Test Server raufkommt, schaut doch einfach mal ein anderes Video an. Da erkläre ich das genau. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall schon extrem gehypt. Wenn ihr wollt, dass ich die Missionen vielleicht einzeln mal durchspiele oder die Skins und die neuen Skins quasi vorstelle in einem Game, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wir gucken jetzt nochmal schon rein, weil ich finde die schon übertrieben geil. Chark habe ich jetzt noch nicht so oft gespielt, aber werde ich jetzt mit Sicherheit öfters wieder spielen. Einfach um den Wikinger-Skin mal zu testen. Es sieht schon richtig nice aus auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns noch kurz die Kali an. Auch ein sehr geiler Skin. Auch wenn sie vielleicht hätten nordische Götter nehmen sollen, um mit Wikinger Skin zu geben, aber sei es drum. Sieht auf jeden Fall fett aus. Gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was euch dazu interessiert, was ihr noch Fragen habt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und ich denke mal, wir werden jetzt schon mal anfangen, Roman und ich. Und dann sage ich, jo, schaltet beim nächsten Mal wieder ein.